Servus liebe Leute, willkommen zur nächsten Folge. 1 Million Euro Challenge. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Landmaschinenhändler. Da ich ein Mähwerk brauche, einen Pflug, einen Kreisler und einen Schwader. Also ein Großeinkauf. Und dann tun wir nachher noch pflügen, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann geht's mal so richtig los jetzt mit Landschaft. Nach bestimmt 10 Folgen geht's dann mal richtig los. Wir haben ja 2 Wiesen, die gemäht werden müssen, und 2 Felder, die gepflügt werden müssen, weil da ja Mais drauf war. Das haben wir ja in der letzten Folge gehäckselt und jetzt muss das ja untergepflügt werden. Ja, da haben wir ja Mais gehäckselt in der letzten Folge und das war echt wirklich sehr cool, hat Spaß gemacht beim Lohnunternehmen. Jetzt habe ich dann vorher noch heute Morgen oder vorher nur das Silo zugedeckt. Dann kann es jetzt zu Silage werden. Also, und dann sind wir jetzt auch schon gleich da. Dann werde ich mit ihm mal sprechen. Wäre echt richtig cool, wenn der schon einen Pflug da hätte. Wenn nicht, hätten wir ein Problem. Hätten wir ein richtiges Problem. Hallo. Ach, hallo! Ich wollte gerade nach hinten laufen. Habe ich Sie gesehen? Dann habe ich gedacht, ich komme mal kurz her. Ja. Was bräuchten Sie denn? Also, ich brauche einen Pflug, Pflug ist erstmal wichtig. Dann brauche ich noch 2 Mähwerke, Frontmähwerk, Heckmähwerk und noch ein Schwader und noch ein Kreisler. Okay, dann gehen wir mal kurz hinten in der Showroom. Folgen Sie mir einfach. Ich fahre. Ja, Großeinkauf. Großeinkauf. In der Showroom. Das ist ja mal eine Sache. So, machen wir mal. Ah, das sind sie. Machen wir mal mit Maverick. Fangen wir mal mit dem an, oder? Ja. Dann hätten wir hier dieses Pöttinger. Erstmal nach vorne. Dann noch das Pöttinger Nova Cut für hinten. Mhm. Also, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das gerne mal kurz zeigen. Nee. Okay. Was? Dann wollten Sie ja noch einen Pflug. Ja. Der hier? Okay. Was sagen Sie zu dem? Das ist ein 6 Schar. Nee, 5 Schar. Jo. Okay, ja, sieht auch mal gut aus. Ist das ein Drehpflug? Ja. Okay. Dann haben Sie noch irgendwas von Schwader gesagt, gell? Genau. Da würde ich Ihnen den hier empfehlen. Den hier? Das ist der Kuhn. Hat auch eine tolle Arbeitsbreite. Ja. Er hat eine Arbeitsrate von 9,3 Metern. Ja, okay, ist gut. So, was brauchen Sie denn noch? Dann brauche ich noch einen Kreisler. Und dann wär's es schon. Kreisler. Okay, den hätten wir hier. Wie groß ist der? Ich guck mal kurz im Katalog nach.
8,7 Meter. Haben Sie vielleicht einen kleineren? Ja, ich hätte noch einen mit 6 Meter. Okay, dann würde ich eher den nehmen. Aber den haben Sie nicht da, oder? Aber ich bestelle den Ihnen gerne. Okay, ja, dann bestellen Sie mir den mal. Und dann würde ich gerne noch den insgesamten Betrag wissen. Ich rechne mir das mal kurz zusammen. Ich hab's. Was sind sie denn hier? Das würde insgesamt 116.000 Euro kosten. 116.000. Okay. Ja, das wäre okay, ja. Mache ich, ja, das mache ich. Perfekt. Okay. Dann überweise ich das Ihnen gleich mal. Ja, es reicht auch noch nahe, weil ich glaube, so hohe Beträge kann man nicht auf einmal überweisen. Das muss man, glaube ich, erst bei der Bank beantragen. Ach so, okay. Dann melde ich mich noch mal bei Ihnen. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht morgen oder übermorgen. Okay, dann würde ich den Flug gleich mitnehmen, weil den brauche ich jetzt unbedingt. Ja, den können Sie gerne schon mal mitnehmen. Super. Ich helfe Ihnen beim Anhängen. Ach Danke. so, was ich Ihnen noch zu diesem Flug sagen muss. Und zwar. Also, der hat jetzt, das ist ein Streifenkörperflugschar. Da gibt es ja noch den normalen, wo komplett zu ist, und das ist aber ein Streifenkörper. Macht es Ihnen was? Nee. Okay. Das macht mir nichts. Dann dürfen Sie mal herfahren. Haben wir gleich mal einen Großeinkauf gemacht. Ganz kurzfristig und schnell. Klar, warum sollte ich da auch so großartig rummachen? Ich brauche das Zeug. Und ja. Ja, bisschen noch, stopp. Einser. Hochlassen. Ah, perfekto. Viel Spaß. Danke, ciao. So, also, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zurück zum Hof und dann gucken wir mal. So, da ruft gerade der Herr Schramm an, der Hans. Hallo, Herr Hofler. Hallo Hans. Hättet Sie gerade Zeit? Ja. Oder störe ich Sie gerade? Nee, wollte ich gerade mit Flügen anfangen, aber für dich habe ich gerne Zeit. Ja gut, weil bei mir müssen wir Sachen zum anderen Hof fahren. Warum zu einem anderen Hof? Ziehst du um? Ja. Bei mir sind irgendwelche Pestizide im Sauerstallgewehr und die haben meine Sauer so krank gemacht, dass sie da drinnen keine Sauer mehr züchten kann. Oh, das tut mir Und das leid. ist. Ja, und jetzt ziehe ich halt gerade um auf den Kuhhof, den ich eh machen wollte. Weil ich dann schon im Bock geht. Ja, Ja. dann hänge ich kurz meinen Flug ab und komme dann zu dir. Aber ich sehe dich ja gerade. Ja, genau, da bin ich. Okay, soll ich kurz, dann ja, dann komme ich gleich zu dem einen Hof da, oder? Oder komm, stellt sie den Flug einfach zu mir in die Garage, können wir so machen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So, okay. Zwischenauftrag. Und was mir gerade so einfällt, ich muss ja noch nur Geld überweisen für den Herrn Stronz, weil er mir ja geholfen hat gestern bei Maishäckseln. Und da muss ich nur Geld überweisen. Kriegt doch nur 2000 Euro. So, ich stelle den Flug mal hier hin. So. Dann fahre ich mal schnell zu ihm rüber. Und werde ihn mal fragen, was jetzt hier Sache ist. So, Hans. Schon da. Ja. Ich bin gerade am Abbau. Wartet hier kurz.
Jetzt geht die Zapfe nicht ab. Warte, ich helfe dir mal kurz. Ja, probier mal. Ah, gut. Ah, okay, danke. Wusstest du schon, dass der Strunz auch umzieht? Echt? Ja, mit dem ist Biogas in die Luft geflogen. Oh. Ja, das kommt jeder mal so selten vor, dass Biogas in die Luft fliegen. Oh, da muss ich nachher mal kurz vorbeifahren. Das ist wirklich so. Ach, und wenn wir gerade bei meinem Umzug jetzt sind, sie wollte mir ja helfen, einfach jetzt mir nachfahren. Mach ich. Herr Hofler hat sich am Funkgerät auf dem Bulldog. Ja? Glaub schon. Nee, hab keins. Warte, ich hör kurz aus, das ist mein Bulldog. Okay. Ah. Da. Danke. Marvin. Also dann. Test. Jo. Ja, komm mal. Perfekt. Hier ist. Also. Gut. Fahr sie mir noch. Fahr du vor. Jo. Ende. Ja, ich helfe gerne den der Hans. Ist auch ein ganz netter und da macht man gerne auch sowas. Aber damit der Strunz, damit beim Herr Strunz die Biogasanlage in die Luft gegangen ist, das ist schon mal sehr heftig. Bis jetzt habe ich aber noch nichts in der Zeitung gelesen. Muss nachher mal gucken, ich habe die Zeitung von heute Morgen habe ich mir noch nicht durchgelesen. Wahrscheinlich wird es da drin stehen. Der tut mir leid. Da muss ich gleich mal morgen. Oder wenn ich schaffe, heute noch bei ihm vorbeifahren. So, und dann sind wir auch schon da. Marvin? Ja, Hans? Da hat er gleich den Fliegel Gigant 500 oder 268 hier hinke. Okay. Was denkst du so? Ja, ich. Mit dem sind sie doch gestern gefahren, oder? Ja. Okay, gut. Dann kennt sie sich aus. Komm noch. Weiter. Gut. Also dann. Sie wissen ja, wo wir herkommen sind. Wartet sie dann einfach da dann auf mich. Okay, mach ich. Bis gleich. Weg am Neusteller. Ja, bis gleich. Warum muss denn der so ziehen? Hat der Hans die Druckschläuche nicht hingemacht? Ah, der Schlawiner! Hat die Druckschläuche nicht hingemacht. Das läuft so besser. Was für ein Schlawiner. Mal schnell anfunken. Marvin, Christian, Heiland Siena! Hans von Marvin kommen. Hans kommen, Marvin kommen. Ich bin jetzt bei dir am Hof angekommen.
Ja, warte, schnell, ich komm. Ende. Ende. Ja, ah, da kommt er ja schon. Perfektes Timing. Marvin? Ja. Eva, warte. War kurz der Favorit weg. Gott ist hinter. Egal. Ja, was mal. Ja, lassen wir mal so stehen. Da oben, ey. Hier. Ah. Okay. Ah, jetzt kurz auf. Ja. Sagen du ist mir einfach nicht. So, abhängen. Und dann gehe ich vor. Und jetzt muss ich mich leider wieder von ihm abmelden, weil ich muss jetzt heim, muss jetzt fliegen. Hans? Ja. Also, ich muss jetzt leider wieder heim, ich muss jetzt mit fliegen anfangen. Achso, ja, so ein Schwachsinn. Ja, okay. Also, dann mach's gut. Ciao. Ja, ciao. Wenigstens habe ich einen Anhänger zu ihm gefahren. Ist ja besser wie nix. Aber ich muss jetzt auch ein bisschen was noch bei mir machen. Man kann aber auch nicht immer alle, man kann einfach nicht immer die andere helfen. Man muss auch einfach mal bei sich was machen. Und das machen wir jetzt. Halt, halt, halt. Ja. Mein Funkgerät. Ach so. Ja, das kriegen sie wieder. Bitteschön. Danke. Ciao. Also dann, frohes Eckre. Danke. Und ciao. Ciao. Jetzt hätte ich fast das Funkgerät von ihm mitgenommen. Passiert. In dem ganzen Stress. Passiert halt sowas mal. Dann fangen wir jetzt mal schnell mit Flügen an. Und dann können wir dann in der nächsten Folge, also morgen, dann gleich mit Säen wieder anfangen. Und dann säen wir da mal Weizen drauf. Also, dann richtig hinfahren. Also, dann fangen wir an. Flug runter und auf geht's. Ja, und das Pflügen, das mache ich jetzt weiter und ihr schaut jetzt die andere Folgen noch an, wenn ihr die andere Folgen noch nicht gesehen habt. Ja, und dann werde ich jetzt hier auch noch, wie gesagt, fertig fliegen. Und ich hoffe, man sieht sich wieder in der nächsten Folge. In der nächsten Folge habe ich dann, bin ich dann fertig mit Flügen. Und werden dann die Wiesen mähen und so weiter. Also, viel zu tun. Bis dann. Macht's gut. Ciao.